Willkommen bei einer weiteren Folge von FreshCS. In diesem Video zeige ich euch die Mirage-Mitte-Kontrolle, ein paar Varianten dazu, die Dojo-Baustelle sozusagen. Viel Spaß! So, warum machen wir dieses Video? Mirage-Mitte-Kontrolle. Ich habe ja gesagt, das ist die Dojo-Baustelle und das Dojo, wir spielen ja mit ganz vielen verschiedenen Mates in der Fünfer-Lobby und mir ist aufgefallen, sehr viele Leute mögen Mirage nicht wegen der Mitte. Ich habe mir gefragt, warum mögen sie nicht? Wegen der Mitte? Weil die so komplex ist eben. Was ist daran komplex eigentlich? Wir haben den Connector, wir haben CT-Window und kurz. Das heißt, wir haben drei Angriffsstellen der CTs und da hört es mehr oder weniger schon auf. Da hatten wir schon keinen Bock drauf, weil man sich auf sehr viel konzentrieren muss. Als T natürlich. Also wir gehen nur auf die T-Seite ein und deswegen habe ich mir ein bisschen was überlegt und ja, seid gespannt. Vielleicht gefällt es euch, was ich hier fabriziert habe. So, jetzt hier die Varianten. Wir haben hier, seht ihr unten auch, jetzt die Mitte-Kontrolle mit Window Smoke. Das ist eine Variante, die auch ein bisschen abgefeilt wird, aber erstmal für die Basics. Wie habe ich mir das überlegt? Wir haben zwei Leute, die für die Mitte zuständig sind. Wir haben zwei Leute, die für B-Apps bzw. Underground einer jeweils zuständig ist. Und wir haben bei dieser Variante einen A-Spieler, der bzw. der Lurker ist und Infoplays bzw. abhält, dass keiner Palace pusht. Ganz einfach. Aufbau 1-2-2 oder 2-2-1, je nachdem, wie man es callt. So, kommen wir zu den B-Spielern. Und dadurch, dass der B-Spieler ein kompletter Apps-Lurk ist, der hält sozusagen B-Apps dicht, ne, braucht er seine Smoke in den meisten Fällen nicht. Und deswegen ist derjenige, der die Window-Smoke wirft. Hier in diese Corner, die kennt ihr hoffentlich alle. Und dann rechts draven bzw. D gedrückt halten und rausfeuern damit. Mit Jump Throw. Und dann habt ihr schon mal Window gesmoked. Das ist sozusagen der Schritt 1 von dem B-Lurker. Jetzt der Schritt 2 von dem gleichen Spieler. Er geht hier zu dem Bomb-Drop-Place. Also hier wird die Bombe meistens gedroppt. Kleiner Anhang, dass sie eben nicht im Nirvana landet. Und hier gibt er die TV-Flash. Das ist sozusagen die TV-Flash. Man sieht halt den TV, er sollte nicht blocken. Sein B-Lurker ist noch am Start. Und dann wirft er die Flash mit Timing Mitte raus. Gleichzeitig wird Mitte eine Flash geworfen, die zeige ich dann später. Und ich werde es auch nochmal wiederholen. Das kriegt er dann schon mit. Und dann geht er natürlich B. Und sein Mate steht schon hier bereit und hält Under. Und er kann vielleicht Apps ein bisschen arbeiten. Er hat ja auch Molly, Nade, Flash, je nachdem. Hat ja nicht alles rausgehauen, nur Smoke, Flash. Das ist der Job Nummer 1 von dem B-Lurker. So, der zweite B-Spieler hat ja eben die Smoke nicht geworfen. Der braucht seine Smoke nämlich. Der geht hier schön mit seinem Knife Richtung B. Und hält meiner Meinung nach am liebsten, am besten Under an. Weil er einen guten Spawn hatte. Oder halt nicht abbremsen musste, sag ich mal, auch wenn er nicht den besten hat. Er muss natürlich aufpassen, wenn der CT einen guten Spawn hat, kann der schon dastehen, deswegen Fokus. Und er hält dann hier erstmal Lower an. Ganz einfach, er hat die Util. Und wenn sein Mate dann da ist, können die beiden nach vorne arbeiten. Muss halt aufpassen für Shadow Boost gegen die Ave. Den Play habe ich gezeigt, auch für den B-Anker. Das ist so eine Stelle, die vielleicht ein bisschen kritisch werden kann, falls die Ave oder der B-Spieler von den CTs gepusht ist. Aber das ist erstmal der Job, den der Spieler unternehmen muss, beziehungsweise die beiden B-Spieler. So, der A-Lurk sollte nicht diese Smoke werfen, bin ich der Meinung. Kann er tun, aber ich bin nicht der Meinung, dass er die Kurz-Smoke werfen sollte. Warum? Wir haben ja schon die Window-Smoke. Dann brauchen wir noch später eine Connector und noch eine Late-Window-Smoke. Das heißt, man hat drei Smokes raus. Und wenn der die Kurz-Smoke wirft, sind schon vier Smokes raus und dann hat man für einen Late-Execute, weil man ja eben einen Default spielt und Late auf die Spots geht, maximal eine Smoke. Und es wäre vielleicht besser, wenn man zwei hat. Und vielleicht stirbt auch ein Mate, dann hat man gar keine Smoke. Deswegen bin ich der Meinung, der Lurker sollte seine Smoke in dem Fall behalten. Was macht er einfach? Der A-Lurk, ganz kurz gefasst, er geht meiner Meinung nach im besten Fall Palace, weil er sehr guten Overview hat, dass der Palace-Pusher abgefangen wird mit guten Spawn. Hier. Der soll gar kein Movie-Play machen, der soll hier einfach checken, dass keiner Palace reinkommt und hört dann gleichzeitig, dass Aggression hier bei der Rampe passiert, falls die CTs da irgendwie pushen sollten. Andernfalls, falls er sich nicht sicher ist, die CTs können ja immer durchschleichen, kann dieser Spieler hier langsam zurück und kann T-Base halten
und einen möglichen aggressiven Spieler abfangen oder callen, was hier passiert. Ob die jetzt Rampe zu dritt eingenommen haben, dann kann man schnell agieren. Aber der muss einfach Info sammeln und bereitstehen für einen Execute. Einfach chillen. Chilliger Spieler. Jetzt kommen wir zu den zwei interessanten Sachen. Und zwar die zwei Spieler in der Mitte, die müssen dann einen guten Job machen. Das ist jetzt, was ich tue, was ich hier zeige, ist der B-Spieler, also die Smoke des B-Spielers und die zwei Mitte-Spieler. Ganz wichtig. Ich bin jetzt bei Spieler Nummer 1 mit Topspawn. Windows-Smoke ist raus. Mollet hier. Und dann der zweite Spieler kann hier schon bereitstehen oder, falls der erste Spieler schon gut steht, Hauptsache es ist abgesprochen, kann diese Flasche geben. Ich ziele hier ungefähr unter diese Tür auf diesen Vorsprung von dem Stein und dann kommt die Anti-Saibu-Flash. Die Anti-Saibu-Flash habe ich auch schon gezeigt. Sollte den Spieler, der hier im Con peakt oder den Saibu-Move macht, schaut dazu bitte mein Video über den Connector bzw. mit der A-Spieler. Da erkläre ich diesen Saibu-Move. Falls er mit AWP hier runterspringt, Topspawn. Mehr will ich dazu nicht sagen. Diese Flash countert den Spieler, der hier pusht oder der hier Con hält. Wir haben hier jetzt den Molly geworfen und dieser Molly wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelöscht. Und der CT muss dieses Smoke, also dieses CT-Smoke hier bei Con ist sehr hilfreich, weil man hier einen guten Play hat, man kann hier Underground checken und so weiter und so fort, man kann hier eine One-Way spielen gegen Pusher und man will diese Smoke ziehen. Das ist sozusagen der Grund, warum man diesen Molly wirft. Zum einen, dass der Saibu-Peak halt eben nicht hier ungestraft stehen bleibt oder dass Con nicht rauspiekt und der Molly gezogen wird. Diese drei Faktoren sind wichtig für diesen, warum dieser Molly halt geworfen wird. Die Saibu-Flash wurde hier rausgeworfen und gleichzeitig habe ich euch die TV-Flash gezeigt und ich werfe das jetzt mal parallel. Ich habe eine Rethrow-Command. Also die Saibu-Flash wird rausgeworfen, mache ich mal mit Rethrow, mit gleichzeitig der TV-Flash. Also es sollte wirklich zeitgleich passieren. Und mit diesen Flashes crosst ihr dann hier rüber. Ihr seht, diese TV-Flash blendet gegebenenfalls die Windows-Spieler oder derjenige, der rausgejumpt ist, den Short-Spieler und hier Con-Spieler. Und benutzt wirklich die Flashes sehr, sehr schnell, weil die CTs ja pushen können. Also es ist sehr wichtig. Wenn man die TV-Flash nicht werfen möchte, kann man natürlich auch die Flash hier in den Rücken geben, hier in den Rücken mit Links-Rechts-Klick. Hauptsache, man deckt so viel wie möglich ab. Ich mag die TV-Flash gegen die Pusher, finde ich als Meta-Flash besonders gegen Window und gegen den Short-Spieler sehr stark. Jetzt hat man Window gesmoked, hat hier die Area eingenommen in der Mitte, kann sich vielleicht schon auf einen Fight gefasst machen, wenn die Gegner gepusht sind, wenn kurz piekt und so weiter. Man kann natürlich hier jetzt defensiv in der Mitte bleiben und einer kann sich vorarbeiten. Muss natürlich aufpassen, dass man hier vielleicht fighten kann gegen kurz. Man könnte natürlich auch die Chair-Posi komplett lassen und sich hier vor Con arbeiten. Dann ist man ein bisschen geschützter gegen kurz und hat vielleicht auch ein bisschen Fokus auf den Boost, der gegebenenfalls hier stattfinden könnte. In der Mitte würde ich den AWP-Spieler empfehlen, der hier kurz abhält, vielleicht Window nachsmoken kann oder gegebenenfalls den Pusher refracken kann und so weiter und so fort. Und ja, mit einer AWP close zu stehen, ist einfach nicht so gesund in manchen Fällen. Deswegen ist er hier sehr, sehr gut aufgehoben mit der Long Range, natürlich mit der Long Range Waffe schlechthin, der AWP. Und gegebenenfalls ist ja Con gesmoked, das heißt, man müsste Window nachsmoken. Ich zeige euch jetzt die Window Smoke, die ich gerne benutze. Ich ziele hier auf die untere Antenne und kurz bevor ich die Stufe runterlaufe oder runtergelaufen bin, werfe ich die Smoke ab. Dann passt die Sache. Sollte liegen. Einfach ausprobieren, kriegt ihr schon hin. So, jetzt kommt die Variante. Und zwar, der eine Spieler hat sich vielleicht hier vorgekämpft, Window ist nachgesmoked und ein Spieler von hier unten chiggelt hier gegen Con. Sollte vielleicht diesen Jiggle vermeiden, weil hier oft ein Awe steht. Du bist einfach im Nachteilsangle. Es reicht komplett, hier zu jiggeln. Erstmal hier die Pose zu clearen. Wenn ihr die Smoke line wollt, zieht ihr auf diesen Schalter und macht einen Mini-Step nach vorne. Und dann passt die Sache schon, dass die Smoke hier sehr deep liegt. Das sollte okay sein. Ihr könntet theoretisch auch hier einen Molly werfen, um diese Pose zu clearen. Also einfach in dieses Feld rechts neben der Tür, mittig rein, einen Step nach vorne. Dann brennt es hier. Und dann könnt ihr hier langsam einnehmen, gegen kurz nach oben arbeiten. Hier ist ja alles geklärt und diese Posi einnehmen, natürlich wenn die Smoke noch da ist, könnt ihr jetzt hüpfen und habt dann erstmal Con eingenommen. Mehr will ich gar nicht. Also das ist so
ein Ziel, was die Mittelspieler auf jeden Fall angehen müssen, wenn sie langsam auf Kontrolle spielen. Was ihr natürlich machen könnt, anstatt den Molly zu werfen oder vielleicht ein bisschen Pace zu ändern, vielleicht auch durch die Smoke zu flashen, macht der AWP-Spieler dann, ihr seht diese zwei Striche, diese schwarzen, und einfach hierhin aimen und diese Flash rauswerfen, und somit kann der Spieler Con einnehmen mit der Flash. Und die Flash blendet hier alles, was ihr rein aimt. Hier liegt ja eine Smoke. Der AWP-Spieler wäre nicht geflasht, das seht ihr hier. Ja. Aber die Smoke liegt ja sowieso. So, in der zweiten Variante von dem, ich sag mal, Con-Play ist der Underground-Spieler, der sich hier langsam vorarbeitet, kann auch eine Flash fordern von seinem Mate. Der sneakt hier nach vorne im besten Fall, kann hier rennen, wenn sowieso Halligalli ist, aber ich denke, das passt schon. Muss sich ja auch ordentlich vorarbeiten. Chiggelt hier gegen Con, kann auch gleichzeitig eine Smoke hier oben hinaimen und hier rein Molly. Alles ist dasselbe gemacht eigentlich. Er kann gleichzeitig mit dem Spieler hier vorwärts gehen, Window boosten, Ladder boosten, aber wir bleiben heute erstmal beim Connector. Das ist ein bisschen einfacher. So, ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen erklärt. So einzelne Schritte. Natürlich ist es nicht einfach, jetzt hier Stück für Stück zu zeigen. Ich habe leider auch kein Video, wo das 1:1 gemacht wird. Das könnt ihr gerne bei mir on-Streamer in den Dojos sehen. Da möchte ich das auf jeden Fall üben, weil Mirage, wie gesagt, Dojo-Baustelle Nummer 1. Besonders die Mitte. Und ja, jetzt Varianten gesehen, wie die Mitte kontrolliert werden kann. Mit der Window Smoke könnt ihr sehr schnell hier reinarbeiten. Und es muss natürlich jeder wissen, was er zu tun hat. Also es geht nicht, dass der eine Spieler das macht, der andere das. Es muss abgeklärt sein. Deswegen ist es umso schwieriger, in einem Pack, in einem Fünfer-Stack Mitte einzunehmen, weil jeder seine Aufgaben hat. Es sind wirklich keine Timing-Aufgaben. Also im Sinne von, ja, bei 1,47 machst du das. In dem Fall, es muss einfach koordiniert ablaufen und sehr, sehr viel kommuniziert werden. Und hier habt ihr gesehen, der Con-Spieler kann, beziehungsweise der Con, die Con-Smoke, und der Con-Spieler kann dieser Spieler sein, auch der Underpass-Spieler hier. Ne? Der hier kann auch den Molly und die Smoke werfen, natürlich auch hier einen Move machen, Window und Ladder, aber wie gesagt, es dauert sonst zu lange. Ich fasse es kurz, nehmt erstmal Connector ein. So, ihr habt jetzt die Window-Kontrolle gesehen, also Window-Smoke-Kontrolle gesehen. Und jetzt zeige ich euch eine Top-Mid-Smoke-Kontrolle, also eine Delayed-Mitte-Kontrolle. Warum Delayed? Ich zeige es euch jetzt. Und zwar werfe ich jetzt diese Smoke. Es gibt mehrere Smokes. Die kann wieder der B-Lurker werfen, aber auch der A-Lurker kann die Smoke werfen, und zwar aus dieser Position. Sollte beides okay sein. Die liegt sehr weit links. Es gibt mehrere Smokes. Ich würde euch erstmal die zeigen. Und Window ist nicht gesmoked. Umso besser ist in dem Fall, ich will das jetzt dann nicht mal alles weiter erklären, die TV-Flash und die Anti-Saibo-Flash, weil Window mit hoher Wahrscheinlichkeit steht. Man möchte hier auch mal ein bisschen fighten, und die Ts sollten erstmal, also das ist meine Meinung, hier Mitte einnehmen und könnten dann mit den Flashes gegen kurz, beziehungsweise gegen Window fighten und abwarten, bis die Con-Smoke weg ist. Na? Was die Mittelspieler machen, zeige ich euch jetzt da. Anfangs ist es auch wichtig, immer noch diesen Molotov zu werfen. Und eben mit der Smoke, die hier liegt, die Cyberflash zu werfen. Und hier Mitte Info zu sammeln. Und falls, meine Meinung, falls hier die Con-Smoke liegt, könntet ihr die Con-Smoke abwarten und dann late Window werfen. Und diese Window-Smoke ist der Indikator, also die Con-Smoke sollte weg sein, oder die zweite Con-Smoke, da müsst ihr natürlich ein bisschen ausharren und gegebenenfalls einen Molotov werfen Richtung Window oder kurz. Ich werfe hier mal einen Molly gegen kurz, der hier alles verbrennen sollte, im besten Fall hier. Und falls die Window-Smoke fadet, könnt ihr auch eine Molly hier reinwerfen, weil sich sehr oft die Gegner in diesem Bereich verstecken. Manchmal macht auch der CT hier einen Move und der kriegt auf jeden Fall Damage, habt ihr gerade gesehen. Aber sonst ist es fast dasselbe, nur dass Window nicht instant gesmoked ist und ihr vielleicht ein bisschen länger hinten bei dieser Box-Posi ausharren müsst und Window nachsmoken müsst. Ich finde diese Variante momentan ziemlich nice, weil eben die Window-Smoke sehr gerne gepunished wird. Mit dem Molly, dass hier ein Gap ist. Ich zeige euch dann noch eine Smoke, die vielleicht ein bisschen besser in der Meta klappt,
die löscht den Molly und gleichzeitig ist hier alles ausgefüllt ohne One-Way für den CT. Aber generell gilt wieder das Gleiche. Man checkt hier, Con, smoked hier, nach Top-Con, mollet hier die linke Seite oder macht es eben von Lower. Man checkt hier, chiggelt natürlich hier. Wenn hier eine Smoke liegt, würde ich euch nicht also raten, hier gegen zu chiggeln, weil der CT die böse One-Way hat. Und dann smoked ihr hier, mollet hier oder lasst euch reinflashen und nehmt dann Top-Con ein. Natürlich wartet ihr, bis der Molly weg ist. Könnt ihr natürlich aufpassen, dass kurz nicht steht. Und dann seid ihr hier schon mal in der Safe Zone und könnt weiter Informationen geben. Diese Posi gibt euch die beste Information, die ihr braucht für ja, die Mitte, beziehungsweise für den A-Spot, für Window, für die ganze Map. So, ich zeige euch jetzt noch eine Smoke, die eben sehr gut ist gegen diesen Window-Molly, der gerne geworfen wird anfangs. Also die erfahrenen Leute wissen Bescheid. Ich werfe den Molly gleich mit Rethrow. Man geht halt trotzdem hier einfach erstmal zu diesem Fixpunkt. Und ich habe mir das rausgesucht. Natürlich gibt es ein bisschen mehrere. Hier bei dem linken Fensterrahmen hier oben hin aimen. Und im Schleichen, jetzt muss ich rethrowen, im Schleichen 40%, also wirklich nur ein Mini-Step nach vorne, sodass die Smoke hier alles ausfüllt. Das ist sozusagen die Meta-Smoke gegen den Molly. Ne, da muss man nicht Double-Smoken. Es wird oft gemacht, dass Instant-Window geworfen wird oder sonst was. Aber man könnte mit einer Smoke auch... Die werfe ich gleich nochmal im Rethrow. Dann seht ihr, dass sie alles löscht, beziehungsweise ohne gelöscht zu werden, hier komplett Window ausfüllt, meine ich damit. Na, da ist kein Gap drin. Perfekt. Na, auch wenn keine Molly geworfen wird, will ich damit sagen. So, jetzt hier noch ein Schnelldurchlauf. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir haben die schnellere Mittelkontrolle, das ist ganz wichtig, die schnellere Mittelkontrolle mit der Window Smoke. Dann muss zeitgleich die TV-Flash und parallel dazu die Anti-Saibo-Flash kommen. Mit diesen Flashbangs muss man raus. Aber vorher muss einer schon gemolotovt haben. Und vielleicht Window resmoken. Und wenn einer sich schon vorgearbeitet hat, Con chiggeln. Aber wichtiger, Top-Con smoken. Gegebenenfalls mollen oder flashen. Okay? Das ist sozusagen der erste Schritt, um Con einzunehmen. Natürlich dann mit Con-Einnahme. Flash habe ich ein bisschen verworfen. Ihr wisst, wie es geht. Smoke, Molly, auch von unten möglich. Na, nur, dass ihr Bescheid wisst, das sind Sachen, die sollten drin sein. Bei jedem von euch, okay? Und ja, jetzt zeige ich euch bei der Late-Mitte-Kontrolle mit der Top-Con-Smoke noch eine kleine Zusammenfassung. So, Schnelldurchlauf, Top-Con, Top-Mittel-Smoke. Hier nach oben. Und hier vielleicht der A-Lurker oder B-Lurker werfen die Smoke. Dann kommt wieder TV-Flash. Die muss aber koordiniert sein mit der Saibu-Flash. Und vorher muss schon jemand Con gemollet haben. Und mit den Flashes natürlich hier rüberspringen. Dann warten, bis die Top-Con-Smoke, die Con-Smoke weg ist von den CTs, nicht die Top-Con-Smoke. Und dann Window-Smoken. Vorarbeiten von Under und von hier und dann fängt dasselbe Spiel nochmal an mit Smoke, Molly oder Flashbang. Also Molly ist nicht zwingend nötig, aber ist auch gut. Und ja, was sie hier unten macht, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Und ich denke, da gibt es nicht so viele Unterschiede, nur das Timing am Anfang und wie man sich zu verhalten hat. Jetzt kommt sozusagen nach der Mitte-Kontrolle, was passiert dann? Ne? Was passiert dann, wenn wir einen Con drinstehen haben, der lurkt? Was haben wir mit einem Window, Ladder? Aber erstmal bleiben wir auf den Con-Spieler. Das Einfachste meiner Meinung nach ist der A-Split über Con. Ne? Und man kann diesen Con-Spieler als Lurker fast komplett alleine lassen. Muss man nicht, da kann man den Underground-Spieler mitnehmen. Aber da stellen wir uns mal vor. Der B-Spieler kommt zurück hier Richtung A, der Mitte-Spieler, der AWP-Spieler geht hier auch zurück Richtung Slope. Wir haben einen Palace-Spieler, dann haben wir einen Palace, dann haben wir zwei Slope oder drei sogar und einen oder zwei Con, ne? Je nachdem, wie wir es aufgebaut haben. Sagen wir mal 1, 3, 1, dann haben wir noch eine Smoke im besten Fall, vielleicht für CT oder Deep Jungle, zum Beispiel diese Smoke, hier rüber aimen für CT. Oder man smoked Deep Jungle hier an diese
Kante und links neben diesen Dachvorsprung oder Schornstein. Oder man smoked einfach nur Jungle. Dieses Line-Up. Kennt ihr alles von den Basic-Videos? Sowieso, alle auswendig. Wichtig, ganz wichtig, der Top-Con-Spieler darf nicht als erstes raus. Das ist der Lurker, der, wie ich immer preise, der sichere Spieler ist, der Madfragger, der wichtige Spieler, der die Flanke und Info hat, wo die CDs sich befinden. Und nehmen wir mal das Beispiel hier, ich werfe auf der Hand einfach die Jungle Smoke. Wenn die Jungle Smoke geworfen wird, dann denken diese Spieler, die CTs meistens nicht, wenn die Con nicht auf dem Schirm haben, dass hier die Gegner vielleicht durch Con kommen können. Das ist natürlich taktisch ein Geniestreich. Und peaken hier vielleicht Stairs und damit hat der vielleicht einen Easy Kill, einen Runaround, hat vielleicht noch den Jungle Spieler und den Stairs Spieler und macht damit die Runde. Zum Beispiel. Also der Split ist viel stärker über Con, als wenn nur die A-Spieler über Palace und Slope rauskommen. Ist einfach zu verteidigen und der Lurker ist gleich zur Stelle, hat die Information, wo die Gegner sich befinden. Ganz einfach. Und ja, ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass es Flashbangs gibt, die ihr für den Execute werfen könnt, einfach Deep oder sogar für den Con-Spieler, dass er gegen Jungle fighten kann mit dieser Flash und sich vielleicht sogar in dieses Eck begeben kann und hier nochmal ein bisschen Wind macht oder mit einem guten Timing, mit einer guten Flash hier sogar die Frags holt und damit auch die Runde hat. Weil Jungle ist auch Gold wert, wenn deine Mates von Slope und Palace kommen. Hast du die komplette Kontrolle, muss natürlich wirklich on point und on fire sein. So, jetzt habe ich euch nochmal zur Veranschaulichung eine kleine Mitte-Kontrolle in der Anti-Eco oder in der Anti-Force-Buy oder Half-Buy von Team Vitality gegen OG in einem Best of 3 gezeigt. Oder möchte ich den zeigen. Und zwar fängt es hier an. Misuta hat hier die Smoke. Die liegt eben Richtung Mitte. Und jetzt müssen wir auf Saibo gehen. Ihr seht allgemein, es ist eine abgewandelte Variante. Wie gesagt, jedes Team ist da verschieden. Und jetzt hat 2-1-2 Mitte mit der Flash. Rechts im Auslass Saibo-Style. Weißt du, der ist im Saft. Der weiß, was er tut. Geht mit seiner Tech 9 rum. Zieht dann seine Aave und hat eine Top-Mid-Smoke. Und die Gegner wissen jetzt schon mal nicht mehr, was hier abgeht, weißt du? Nico guckt, okay, piekt da jemand und er hat jetzt Saibo gesehen. Und Saibo macht jetzt da hier einen entspannten Richtung Mitte. Aimt nochmal kurz. Molly dann Window. Schau mal, wie der Molly fliegt. Anstatt einer Smoke wirft er erstmal Molly raus. Damit spart er natürlich Utility, wenn ihr nicht Smoke, sondern Molly rauswerft. Und von Lower kommt jetzt schon mal Apex. Na? Währenddessen die A-Lurker erstmal, wie ich gesagt habe, der hält erstmal an. Kyojin chillt hier und der B-Spieler Jox sollte seinen Move hier machen, will ein bisschen B-lurken, ich zeige euch gleich, was passiert, aber Apex erstmal hier, spüre ich mal ein bisschen zurück, der guckt, was hier passiert, die Smoke kommt dann hier nach, er chiggelt hier, da hätte er schon mal bestraft werden können, aber er ist ja sehr confident, smoked der Con nach und mollet die Corner, dreht sich ein bisschen weg, ja, und nimmt dann Con einfach ohne Flashbang ein. Also der steht dann hier oben Con und macht einen ganz entspannten, er geht nicht in die rechte Ecke, er geht in die linke Ecke, ist auch vielleicht eine kleine Abwandlung, währenddessen ist B-Haus was passiert. So, schade aber war, Shox geht hier nach vorne und hat keinen Fokus auf die rechte Seite und cleart erst die linke Seite und kriegt halt von Walde seinen Kopf rasiert. Aber, ja, das ist jetzt ja die Waffe ist bekannt, Apex hat ja, wie gesagt, Con eingenommen, somit geht Saibo direkt nach hinten und steht mit seinen Mates bereit, die halt wissen, okay, hier ist gesmoked. Jetzt mache ich eine kleine Zitatulio-Sache, geht durch die Smoke und versucht den Frag zu holen. Hab dann Alexi B gesehen und währenddessen, schaut euch da Apex an. Währenddessen hat Apex sehr, sehr gute Kontrolle. Ich spule jetzt ab und zu mal ein bisschen vor. Hat dann den ersten Kill, Nico piekt da ein bisschen ungestüm. Aber sie müssen ein bisschen was machen. Sie haben keine Info und jetzt ist Apex bekannt. Und ja, die Leute gehen einfach auf Gesicht raus. Apex hier mit dem ersten Kontakt ist natürlich bekannt. Muss da ein bisschen Timing ziehen. Seine Mates werden bereit für den Refrag. Er holt dann den zweiten Kill und leider nicht den dritten. Hat aber die Info, dass die M4 da ist und somit ja, Flames bekannt ist. Wird dann noch weggeflasht und schauen wir mal, wie es weitergeht. Von hinten ist Walde noch am Start und jetzt da sollte der Safe Call von Flames am Start sein und schon ist die Runde gewonnen. Es ist zwar jetzt eine Anti-Eco, aber ich würde sagen, vom Aufbau her, dass ihr das Verständnis bekommt, wie wichtig der Con sein kann und wie es dann weitergeht. Weil jetzt haben wir den Con, was machen wir?
Lass uns A-splitten. Ganz einfacher Call. B-Split wäre auch möglich. Das dazu in einem anderen Video. Vielleicht auch mit einem anderen Beispiel. Ja. Aber ich hoffe, das kann euch weiterhelfen. So, das war's mit dem Video. War auch lang genug, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht. Leider habe ich kein 1:1 Beispiel. Vielleicht werde ich noch eins reinziehen, wenn wir es im Duo schon mal hinkriegen, ein bisschen üben, dass euch das alles ein bisschen verständlicher wird. Weil das ist schon sehr komplex anfangs. Wenn man nicht weiß, okay, wann werft der das und warum der und wie Timing und hast du nicht gesehen, dann muss man natürlich üben. Und da seid ihr im Dojo herzlich willkommen. Ihr könnt gerne mal reintunen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr müsst, wir sind kein Team, wir sind sozusagen eine Kampfschule bzw. CS-Schule. Da könnt ihr teilnehmen. Checkt einfach mal aus, so Ausrufezeichen Coaching und Ausrufezeichen Dojo in den Chat. Und zusammengefasst hier Mitte-Kontrolle, Delayed, Mid-Window-Smoke, Top-Con-Smoke und jeder kommunizieren, was geht. Das Timing muss natürlich passen. Individuell Skill-Stärken müssen da sein. Man muss wissen, wie man lurkt. Aber das, weißt du, CS, hard to learn. Ne, es ist wirklich hard to learn. Aber dafür bin ich ja da. Und vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Haut rein. Bis bald. Vielen Dank fürs Schauen. Und Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Bye, bye.